Guten Tag, ich denke, das wird ein ganz kleines Video, weil ich möchte euch nur ganz schnell zeigen, wie bei mir die Absperrgitter gereinigt werden. In der ersten Linie, ich meine im Spätjahr kommen die ja alle aus den Home Hives raus, weil in der Überwinterung ist ein Absperrgitter wirklich gar nicht gut für die Tiere. Das sollte man definitiv rausnehmen. Und im Spätjahr sind die ja, wenn ich sie rausnehme, dann teilweise doch sehr stark verwachst, ne? Weil die Bienen einfach zwischendrin anfangen, Brücken zu bauen. Das betrifft auch die Ränder hier, weil da pappen die Bienen dann auch Propolis- und Bienenwachs-Sachen dran. Und wenn wir die im Spätjahr rausholen, dann werden die natürlich erstmal bei mir gestapelt. Und wenn alle Völker durch sind mit der Entnahme, dann kommt der ganze Stapel, so wie er jetzt da liegt, hier in den Dampfwachsschmelzer rein. Wenn ihr das dann in den Dampfwachsschmelzer rein tut, dann achtet ein bisschen drauf, dass wir zwischendrin gut Luft haben. Das heißt, ich versuche wirklich den ganzen Stapel so breit zu fächern, wie es geht, dass einfach der Dampf überall in jede Ritze reinkommt. Und da das ja Metall ist, wird dann sehr heiß im Dampfwachsschmelzer, kann auch jede Wachsbrücke da wunderbar abtropfen und sammelt sich dann wie beim normalen Wachsschmelzvorgang unten in den Hotbox. Ja, und dann klopfe ich die so ein bisschen, das zeige ich doch für euch nochmal hier. Wenn ich die dann raushole, dann nehme ich natürlich meine Handschuhe. Wenn ich die raushole, dann klopfe ich die immer so ein bisschen ab. Das mache ich natürlich, wenn das Ding sozusagen wirklich noch heiß ist. Also ich warte dann nicht, bis die Gitter kalt werden. Die müssen ganz heiß gezogen werden, werden schnell abgeklopft und dann fliegt da schon mal mehr Schmutz raus. Und mehr muss man dann erstmal nicht tun. Und dann gibt es eigentlich zwei Varianten, wie wir, wenn sie dann wieder kalt sind, die restlichen Brocken wegbekommen. Das eine ist eine Drahtbürste. Das habe ich auch viele Jahre gemacht, habe dann aber gemerkt, hey, das ist einfach ein doch sehr hoher Aufwand. Und deswegen mache ich das heutzutage wirklich nur noch so. Ich nehme einen Stockmeißel und fahre dann lediglich nur noch die Ränder hier lang. Weil zwischen den Lamellen ist ja größtenteils durch den Dampfwachsschmelzer alles rausgegangen. Wenn da ein bisschen noch drin bleibt, dann vertrete ich die Meinung zu sagen, ja gut, die Bienen pappen so oder so wieder fest. Von daher brauche ich da jetzt nicht eine hundertprozentige Reinigung machen. Ich zeige euch gleich, wie es dann aussieht, wenn ich damit zufrieden bin mit dem Ergebnis. Das im Hintergrund ist kein Bienenschwarm, da ruft mich jetzt wieder jemand an. Hier an der Tischkante kann man jetzt gut sehen, dass sich dieses Kratzen doch nochmal wirklich lohnt. Dann schlage ich die nochmal ab und so wie es jetzt ist, so bin ich zufrieden. Dann werden die hier immer links und rechts verdreht auf den Stapel gesetzt, möglichst parallel, weil wir haben ja in der Praxis immer wieder dieses Problem, dass wenn wir ein Gitter anheben, das teilweise so stark verwachst ist am Bienenvolk, dass wenn man im Stockmeißel jetzt unten reingeht, das Metallgitter leicht am Verbiegen ist. Und wir können verbogene Metallgitter eigentlich nur übers Eigengewicht wieder runterdrücken. Und um dem nochmal nachzulegen, packe ich einfach auf den ganzen Stapel nochmal einen dicken, schweren Stein drauf, damit es nochmal von oben runter drückt. Und das bleibt dann halt ein paar Tage liegen und dadurch sind die Gitter eigentlich wieder so glatt, dass man sie wieder benutzen kann. Jetzt gibt es noch so ein Ding. Wenn ihr mit dem Stockmeißel aus Versehen mal hier reinkommt zwischen die Lamellen und es nur ganz leicht am Verbiegen ist, dann ist das Absperrgitter eigentlich durch. Es gibt zwar spezielle Geräte, um das wieder glatt zu biegen. Die findet ihr im Online-Shop von den Imkerläden. Aber ich kann euch den Tipp geben, gar nicht erst irgendwie hier zwischen die Lamellen reinkommen. Das heißt, wenn ihr mit dem Stockmeißel langfahrt, wirklich das Ding parallel halten, dass auf gar keinen Fall da eine Kante in das Drahtgewebe reinkommt und den B-Space verändert. Ah, manchmal ein Geräusch wie Kreide auf der Tafel. Ja, weil einem die Haare zu Berge stehen. So, okay. Ihr seht, das geht wirklich einfach und schnell.
Und das, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, ist tatsächlich die allersimpelste Methode, ein Absperrgitter sauber zu kriegen. Voraussetzung ist natürlich, ihr habt dann einen gescheiten Dampfverschmelzer. Wenn man den nämlich nicht hat, dann muss man andere Techniken nehmen. Ein Heißluftföhn wäre jetzt auch nochmal eine Möglichkeit und danach mit der Kratzbürste drüber. Aber wie gesagt, das ist dann doch ein sehr höherer Aufwand. Von daher empfehle ich für jede Imkerei einen Dampfverschmelzer zu holen. Der macht euch nämlich auch gute Laune bei der Bienenwachsproduktion. Ja, das war's für dieses Video und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!